Wir jetzt hier. Nach einem Jahr Planung fand 2016 das dritte Theater-Jugendclub-Treffen im Theater am Alten Markt in Bielefeld statt. Ich bin Martina Breininger, Theaterpädagogin am Theater Bielefeld. Wir sind sehr glücklich, das diesjährige OWL-Theater-Jugendclub-Treffen hier als örtlicher Veranstalter ausrichten zu können, mit Unterstützung der anderen beteiligten Theater. Die Planung hat sich gelohnt. Anmeldung erledigt. Fragen? Wer schläft wo? Gibt's was zu essen? Klar, lecker. Wer ist mit wem in welchem Workshop? Alles geklärt. Es kann losgehen. Ich bin Merline Behrendt, arbeite im Stadttheater Herford und eine der Organisatorinnen hier auch dieses Jugendclub-Treffens. Ja, für mich ist es ganz wichtig, dabei zu sein mit unserem Theater auch, also mit dem Herforder Theater, weil wir auch eine sehr reiche Jugendclub-Szene bei uns am Theater haben. Wir haben 5 Gruppen und unsere Ältesten, die können dann immer bei diesem Jugendclub-Treffen teilnehmen. Und ich finde es sehr schön, weil sie mit anderen Theatergruppen von anderen Theatern zusammenkommen. Also für mich ist diese Netzwerkarbeit und dieses gemeinsame Arbeiten und das Aufeinandertreffen von verschiedenen Theatergruppen von Jugendlichen ganz wichtig. Und das ist auch das, was für mich einfach so diese Essenz des Ganzen ist. Ich bin Laurin und das ist Johanna. Wir sind vom Theater Herford, von den Stage Divers. Wir sind beide im Bühnenkampf. Ja, und unter der Leitung von Martin. Und gefällt es dir bisher? Ja, also mir gefällt es bis jetzt sehr gut und ich finde besonders schön, dass man sich hier so viel austauschen kann mit anderen Leuten und einfach sehen kann, was andere so erreicht haben und sich einfach auszutauschen. Das macht mir echt viel Spaß hier. Ich bin Martin Brettschneider, ich bin Schauspieler und wohne in Berlin, bin aber aus Ostwestfalen. Ich bin hier geboren in Bielefeld und in Hövelhof aufgewachsen und ich gebe jetzt gerade einen Workshop Bühnenkampf mit 15 Jugendlichen. Es geht viel um Aktion und Reaktion beim Bühnenkampf und viel natürlich um Wirkung und das alles aber kombiniert mit möglichst viel Spielspaß. Ich bin im Performance-Workshop. Eigentlich hatte ich mich für kreatives Schreiben eingeschrieben. Dann bin ich in Performance gelandet und ich bin sehr froh eigentlich, dass ich da gelandet bin, weil ich vorher eigentlich auch noch nicht wirklich eine Ahnung hatte, was Performance ist. Ich dachte, Performance wäre alles oder nichts. Im Prinzip machen wir vielleicht auch alles oder nichts, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema Scham im Moment und haben mal verschiedene Übungen dazu gemacht, irgendwie, dass wir quasi selber gucken, was für uns Scham ist, wie wir irgendwie über unsere Grenzen gehen können oder ob wir überhaupt darüber reden können, was für uns Scham bedeutet, was für uns Peinlichkeit bedeutet, irgendwie, ob wir da schon drüber hinweg sind mittlerweile, irgendwie was in der Vergangenheit liegt, was man vielleicht immer noch irgendwie für sich selber als Scham definiert und probieren dazu halt irgendwie mit verschiedenen Übungen, wie wir das irgendwie auf der Bühne dann darstellen können. Performance ist ja sowas, das kann alles und nichts sein irgendwie und jeder hat eine spezielle Art, das zu machen überhaupt nur und dann es auch noch zu erklären, ist glaube ich auch nochmal sehr speziell und ich fand es sehr beeindruckend, wie vertrauensvoll die waren und wie ehrlich die dann auch gesagt haben, ja, habe ich keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was das ist und dann aber mit unseren Übungen zusammen uns so ein bisschen gefolgt sind. Die Offenheit hat mich halt sehr überrascht und das Vertrauen, was sie uns auch geschenkt haben, mit den Werkzeugen zu arbeiten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Workshop Tanzlabor. In Between.
Wann hört die Realität auf? Wann beginnt die Fantasiewelt? Unter der Leitung von Ira Demina wird Tanz als Ausdruck der Vorstellungskräfte untersucht. Die aus Polen stammende Choreografin hat ihre Ausbildung in Moskau und Hamburg absolviert. Workshop: Schreiben für die Bühne. Monolog oder Dialog? Fließtext oder Szenen? Was unterscheidet Autorentexte von dem Text in kollektiven Stückentwicklungen? Viele Möglichkeiten, die Maya Dasgupta, Dramaturgin und Autorin, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchspielen lässt. Vieles wurde ausprobiert, Ministücke geschrieben. Sascha Vredenburg, Filmregisseur aus Ferl, leitete den Workshop, wie die Videokamera eine Szene zum Leben erweckt. Welche Tricks gibt es und wie arbeiten Schauspieler und Kamera zusammen? Kerstin Belz, eine Sängerin aus Bielefeld, machte die Stimme als vielfältiges Instrument erlebbar. Das Wochenende ist super angelaufen. Es war für uns sehr aufregend, weil eben über 50 Jugendliche haben hier übernachtet im TAM, in den Garderoben, in den Studiobühnen und so weiter. Auch die Spielleiter haben in den Garderoben übernachtet und ich bin einfach stolz und glücklich, dass alle irgendwie zu einer Mütze Schlaf gekommen sind und dass alle im Gespräch sind, alle im Kontakt sind. Wir haben gestern tolle Workshops gehabt und tolle Shortcuts, wo alle ihre Stücke gegenseitig vorgestellt haben. Beide sehen schon ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch ein einziges Wort. So kühn ist keiner, mich zu reißen. Komm weg und sein Gesicht. Das tanzt sich wieder im Wahnsinn. Unsere Grundsätze! Danach ging Party bis um zwei und ich glaube, alle haben sich untereinander kennengelernt, ausgetauscht, gegenseitig die Arbeit gewürdigt und also es macht tierischen Spaß. Wir jetzt hier. Das Wir war bunt gemischt. An Jahren, Hautfarben und Geschlechtern. Das Jetzt war immer jetzt, egal ob Auftritt, Workshop oder Party. Traumhaft. Das Hier war Bielefeld. Egal ob die Gäste aus Gütersloh, Paderborn, Somalia, Syrien, Herford, Bad Oeynhausen oder sonst woher kamen. Trotz langer Party und wenig Schlaf am Sonntagnachmittag gab es beeindruckende Workshop-Präsentationen. Beim Bühnenkampf ging es ordentlich zur Sache. Rhythmus und Gesang mit vielstimmigen Circle-Songs und Kanons. Have a nice day, you need a worry. Here's my Tänzerinnen und Tänzer beeindruckten mit großer Präsenz. Mein Vater, oh, ich hasse meinen Vater. Danach denke ich mir, Madeleine, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, du hast deinen Vater? Das Sofa wird der neue Mittelpunkt unseres Hauses. Letztes Jahr sagst du noch, dass der Esstisch der Mittelpunkt des Hauses wäre. Was denn nun? Die Verfasserinnen und Autoren von eigenen Bühnentexten nicht minder. Das war früher auch schon so. Wann? Als am Eiffelturm die deutsche Flagge hing? Oder in Warschau? Oder doch eher in Athen? Der Schlussapplaus. Wohlverdient galt allen Beteiligten. Auf und hinter der Bühne.
Ja, für mich war das eine große Erfahrung, große Herausforderung. Und ich habe viel liebe Menschen kennengelernt, die ich natürlich schon jetzt vermisse, wenn ich weiß, dass ich in einer Stunde oder zwei Stunden nicht mehr sehen kann. Aber ich würde gerne euch jeden Tag sehen. Ja, ich habe auch viel gelernt. Ich kann mich jetzt besser entwickeln. Also ich habe viel von Theaterstücke gesehen und auch dazu und auch von dieser Realität, also Freundschaften, also ganze Theater, Party und so alles, war sehr schön. Ich bin sehr froh, diese zwei Tage gehabt zu haben, aber jetzt leider ist vorbei. Ich fand einfach, man ist hier reingekommen und hat sich direkt zu Hause gefühlt zwischen diesen ganzen Menschen, die einfach genauso viel Interesse haben an so einer tollen Sache wie Theater. Und ich bewundere einfach der Einsatz und dieses Interesse, die hinter diesen Inszenierungen steckt, die hier aufgeführt wurden und auch noch nachher hinter den Workshops. Man hat einfach gesehen, dass alle extrem viel Einsatz gezeigt haben und auch extrem viel Interesse, und das war einfach richtig toll und viel zu kurz. Ich fand es auch wirklich schön zu sehen, dass alle einfach von Anfang an direkt so offen zueinander waren, und ja, das fand ich echt schön. Ich muss einfach loswerden, dass ich euch alle richtig heftig liebe. Also, wirklich auch. Ich finde dieses Fest so genial. Also, auch das eben durch diese Freiwilligkeit, finde ich, kommt so viel Energie zustande. Also, eben, dass man so, dass jeder das aus Leidenschaft getan hat. Das finde ich, hat uns also richtig zusammengeschweißt. Auch das hat man auf den Partys gemerkt, dass wir zusammen so eine Energie haben. Also, ich bin total geflasht von euch allen, dass ihr alles drauf habt und total talentiert seid, ihr alle. Also, war lieber.